ein sehr gutes Stichwort auch für den HSV. Heute sind sie auf jeden Fall erstmal happy, ganz klar. Spiel gedreht in Rostock, 3:2 gewonnen und damit in der Relegation. Das ist besser als in den vergangenen Jahren. Das heißt aber auch, zu Ende ist die Saison noch nicht. Bleiben wir aber erstmal bei dem Spiel heute in Rostock. Eine Partie irgendwie wie ein Wunder. Boris Buschanski. Der Tag, an dem der HSV wiedergeboren wird. Eine schwere Geburt. Ostseestadion Rostock. Kein bequemer Ort für so etwas. Zur gleichen Zeit Hamburg Volkspark. In der Unabsteigbar sind sie noch guter Dinge, inklusive des Wirts, der seine Kneipe einfach mal umbenannt hat. Wieso steht er heute aufsteigbar? Ja, weil wir sind, ne? Wir sind aufsteigbar, ne? Haben wir mal gemacht für heute. Ne? Und vielleicht auch für länger, wenn wir nach Berlin fahren dürfen, ne? Es wird eine Gefühlsachterbahnfahrt für alle Gäste. 80 Sekunden gespielt. Hansa hat offensichtlich vor, den Partycrusher zu geben. Die kommt mal an die Latte. Das wäre sie fast gewesen. Die Führung für den FC Hansa in der zweiten Minute. Wow. 11 Minuten rum. Jetzt mit dem Pass vorne in die Spitze. Die Chance, vielleicht jetzt ist 1-0 zu erzielen. Der Ball kommt vor das Tor. Tor für den FC Hansa. Nico Neidhardt. Die einen völlig unbelastet treffen die anderen, die unendlichen Druck haben, ins Mark. Geht das alles schon wieder los? Verspielen sie wieder die große Chance, die sie sich so hart erarbeitet haben für diesen Tag. Die anderen führen. Bremen und Darmstadt. So ist es Tabellenplatz 4. Wieder die 4. Zum vierten Mal möglich. Halbzeit im Stadion. Halbzeit in der Unabsteigbar. Mario, läuft nicht, ne? Nö, aber noch sind wir nicht durch. Ne? Wir werden noch kämpfen. Vielleicht packen wir das noch. Irgendwie haben sie ja in dieser Saison nie aufgegeben. Warum also jetzt? 5 Minuten nach der Pause. Jetzt mit dem Kopfball und Tor! Tor für den HSV! Robert Glatzel, wer sonst? Macht hier das 1:1 und jetzt sind sie natürlich alle da. Tipp weiter, gebt bald die Faust und die Fans des HSV hier in der Ecke. Sie sind so begeistert. Glatzel, die Hoffnung ist zurück. Abschreiben sollte man diesen HSV in dieser Saison nie. Hansa Rostock will aber weiter nichts verschenken. Sie wollen den Sieg, alles andere ist ihnen egal. Werder und Darmstadt weiter vorn, 75. Minute. Jetzt kommt der Ball in die Mitte, kommt mal in die Liga, Tor! Der Captain. Wieder drin, wieder dabei. Alles wieder möglich. 85. Minute. Katze bedient jetzt. Kaufmann taucht in den Strafraum von der linken Seite. Versucht dort einen auszusteigen zu lassen. Schmeckt den Ball! Und ins Tor! Ins Tor! Ins Tor! Nachspielzeit. Hansa mit Sportsgeist. Abgeschenkt wird nicht. 2:3. Das große Zittern noch einmal zum Schluss. Das Leiden schier endlos. Dann ist es geschafft. Geschlafen. Ja, am Zittern. Aber der HSV schafft es immer wieder, einen so kaputt zu machen. Aber es hat sich gelohnt. Vielen Dank. Danke, HSV. Ein Gefühl wie neu geboren. Nicht Vierter. Relegation. Nachdem sie schon abgeschrieben waren. Dieser HSV will jetzt auch noch den nächsten großen Schritt machen.